Tamsweg hat ein Gewerbegebiet, das außerhalb des Ortskerns liegt. Dort gibt es einen bunten Mix an Betrieben, vom Metaller über Holz bis zum klassischen Handwerker. Und in die Tamsweger Betriebe wird fleißig investiert. Die Auftragsbücher sind voll, denn der Corona-bedingte Bauboom hält an. Ja, die Tamsweger Wirtschaft, die floriert, und einer, der ganz genau darüber Bescheid weiß und den Gesamtblick auf die Wirtschaft hat, das ist der Harald Moser, Wirtschaftsbund Obmann. Wir sitzen jetzt hier gerade auf dem Leonhardsberg mit Blick auf Tamsweg, ein wunderschönes Platzl zum Quatschen. Lieber Harald, wie viele Leitbetriebe oder welche Branchen sind die Leitbetriebe in Tamsweg? Ja, wir haben das Glück, dass wir in Tamsweg sehr, sehr breit gestreut sind. Es gibt natürlich etliche große Leitbetriebe im Handel oder im Handwerk, was für die Region oder vor allem für den Ort sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, was aber Tamsweg ausmacht, ist einfach diese Branchenvielfalt. Es ist einfach dieser starke Handel im Ort, einfach diese Ortskernstärkung, die wir, glaube ich, seit Jahrzehnten in Tamsweg leben und wo wir wirklich das Problem haben, wie eventuell andere Ortschaften. Also da ist bei uns wirklich was los. Aber wir haben es auch geschafft, wirklich die Handwerksbetriebe, die Produktionsbetriebe, die Industriebetriebe an den Rand von Tamsweg anzusiedeln mit neuen Gewerbegebieten. Und ich glaube, das ist ein Weg, auf den wir sehr, sehr stolz sein können. Aktuell passiert ja sehr viel in Tamsweg. Es wird viel investiert, neue Standorte entstehen. Betriebe, die im Ort waren, gehen in das Gewerbegebiet raus. Welche Branchen sind es oder was ist auch der Grund, warum man das jetzt macht? Ja, eben durch die Möglichkeiten der neuen Gewerbegebiete außerhalb des Ortes haben wir eben neue Flächen geschaffen, um eben Betrieben die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Und wir sind sehr, sehr froh und stolz, dass es eben junge, motivierte Unternehmen gibt, die sagen, ich vergrößere mein Unternehmen von Tamsweg aus, vom Lungau aus. Und wie gesagt, diese Branchen ziehen sich da eher in die Richtung Handwerk natürlich. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das eben außerhalb des Ortes ist, um eben im Ort den Handel, die Gastronomie, aber auch das Leben noch mehr zu stärken. Und auch zu versuchen, diesen Berufsverkehr eben außerhalb vom Ort zu halten und eben mit der Bewegungszone da wirklich das weiterzugehen, was wir seit Jahren eben möchten. Das heißt, Arbeitsplätze gibt es genug im Lungau, oder? Es gibt sicherlich genug Arbeitsplätze. Ich glaube, von den Arbeitslosenzahlen her ist der Lungau eigentlich sehr, sehr gut dran. Man muss aber auch sagen, wir kämpfen genauso mit diesem Fachkräftemangel. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, gerade im Handwerk, gerade in der Gastronomie, wo es eben, glaube ich, in der Zukunft wirklich zu schauen gibt, dass man da keine Probleme hat und wo wir einfach gemeinsam schauen müssen, Lösungen zu finden, eben um diesen Mangel da dementsprechend entgegenzuwirken. Abwanderung der Jugend. Am Land ein Thema, haben wir auch mit dem Bürgermeister kurz besprochen. Ist das auch ein Grund, warum dieser Fachkräftemangel sich in den letzten Jahrzehnten verschärft hat nochmal? Ich glaube, dieses Handwerk, diese Lehrberufe, da ist ein sehr, sehr großes Angebot im Lungau und wir müssen einfach auch den Jugendlichen das wahrscheinlich noch mehr mitteilen, wie wichtig diese Handwerksberufe auch für die Zukunft sind. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, wenn ein junger Bursche oder junges Mädchen sagt, ich mache eine Lehre im Lungau, weil es einfach diese Zukunftsberufe sind. Aber ich glaube einfach, dass es eine große Herausforderung ist, wirklich als Ort interessant zu sein, um die Jugend, vor allem auch in dem Ötter mit 15, 16, wirklich im Lungau zu halten. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.